Wie du in nur 4 Wochen hellere Zähne bekommst und das nur mit Zähneputzen, das erfährst du im folgenden Video. Die Hollywood Smile Zahnpasta. Ich möchte euch gerne die Hollywood Smile Zahnpasta erklären, weil diese Zahnpasta ist unsere Bleaching-Zahnpasta und die Zahnpasta, die uns ein Hollywood-Lächeln verpasst. Und wie funktioniert die? Die Hollywood Smile Zahnpasta funktioniert wie eine normale Zahnpasta. Das heißt, ihr nehmt sie morgens oder abends oder ihr könnt sie auch nur morgens nehmen. Auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt immer innerhalb der Linien mischen. Die Hollywood Smile Zahnpasta ist also eine Bleaching-Zahnpasta. Die Intention hier ist, den Zahn aufzuhellen. Und wie funktioniert das? Es funktioniert durch Peroxid, was in den Zahnpasta eingearbeitet ist. Peroxid kennen wir aus Wasserstoffperoxid. Das ist also ein Wirkstoff, der in den Zahn eindringt und dort das Gelbpigment neutralisiert. Denn unsere Zähne sind gelb oder gelber, wenn sie mehr Gelbpigment enthalten, und wenn wir diese Gelbpigmente neutralisieren, dann werden die Zähne heller. Und das kennen wir aus dem klassischen Bleaching beim Zahnarzt, und das können wir jetzt eben in Form einer Zahnpasta machen. Denn was ich so schade fand, ist es, dass man nur quasi beim Bleaching die Möglichkeit hat, seine Zähne aufzuhellen, das heißt 1 bis 2 Mal im Jahr höchstens, und in der Zwischenzeit hat man eben keine Möglichkeit, seinen Zahnweiß zu intensivieren oder auch aufrecht zu erhalten. Und deswegen war mir besonders wichtig, eine Zahnpasta zu entwickeln, die euch zu Hause die Möglichkeit gibt, wie ein kleines Bleaching immer weiter eure Zähne aufzuhellen, aber eben dabei schonend ist zum Zahn. Das heißt, wir haben hier auch einen mittleren Abrieb und keinen hohen Abrieb, wie von vielen Bleaching-Zahnpasten ansonsten auf dem Markt zu sehen ist. Auch hier könnt ihr die Zahnpasta verwenden, auch wenn ihr Zahnersatz habt, wenn ihr Füllungen habt, auch wenn ihr empfindliche Zähne habt, könnt ihr die Hollywood Smile Zahnpasta verwenden, weil wie gesagt, hier haben wir einen mittleren Abrieb, das heißt auch, wenn ihr sie morgens und abends verwendet, braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr hier zu viel oder zu aggressiv auf den Zahnschmelz eingeht. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, auf eure Kommentare. Schreibt mir, wie hell eure Zähne geworden sind. Macht vielleicht vorher ein Foto und dann verwendet ihr die Hollywood Smile Zahnpasta und dann macht ihr hinterher noch eins, um den Effekt zu sehen. Ihr solltet auf jeden Fall 3 bis 4 Wochen euch Zeit dafür geben und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse und auf eure Erfahrungen. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.